17.28 Uhr in Österreich, 16.28 Uhr in Großbritannien. Die anderen Zeitzonen, die wir auf der Welt haben, brauchen wir jetzt nicht aufzuzählen. Herzlich willkommen zurück beim WDF Europe Cup Youth im Doppelbewerb in der 58. Es müsste immer noch die Gruppenphase sein. Und wer mir das genauer erklären kann, er ist wieder da neben mir. Kleiner Wechsel in der Kommentatorenbox. Marcel Steinacher, grüß dich. Hallo, Kevin. 89. Ja, wir haben jetzt natürlich noch ein Doppel, und zwar von den Deutschen, das ist wahrscheinlich 100. Einzeldoppel mit Jori Kofkens und Alexander Steinmetz gegen zwei Italiener, Mattia Di Sintio und 140. Guido Macri. Das war der 140, der Italiener. Bist du deppert? 83. Aber das ist auch echt in Ordnung, was das deutsche Doppel hier bislang. Ich meine, für Jorik ist das, wie schwer ist das für den? 93. Weil der heute so viel Einzel hat spielen müssen, bis anschließend Viertelfinale. Ja, natürlich, der Tag wird dann natürlich lang. Andererseits, er war immer im Spielrhythmus. Also er hatte ja kaum Pausen, bis auf die Mittagspause, die eigentlich jeder hatte. Ja, nur das Doppel ist halt nochmal was anderes. Ja, hat er sich vielleicht auch mit Stroganov geschnetzeltem stärken können. 40. Jetzt Hofkens stellt 160. Di Sintio 120. Shanghai. 20. 60. Ja, lässt er 60. Jetzt Rest. Gib uns die 160. Nein. 100. Immerhin, beide auf 60. Chance zum 17. Darter. Oh, da wirft er sich fast mit dem ersten Dart. Doppel 20. Doppel 10. 40. Ja, verpasst er. Jetzt die Chance für die Deutschen. Doppel 20, Doppel 10 auch Jorik Hofgens. 40. Ja, der hier verpasst. Und also jetzt wieder Di Sintio mit der Chance. 20 Darts, 21. 15. Also, die Doppel sind noch nicht der Freund von beiden. Game shot and the first leg. Aber Steinmetz, der regelt das mal eben. 22 Darts für Hofgens und Steinmetz. 1-0 für Deutschland. Für Österreich schaut es wieder nicht so gut aus, habe ich eben mitbekommen. 134. 2x3-2 verloren. Scheiber und Haruksteiner. Ja, beim anderen Doppel auch nicht 59. Ideal gelaufen. Auch die ersten zwei Partien verloren. Die dritte hat man gewinnen können. Jetzt führt Schlüpfinger und Eder auch gegen das schottische Doppel. 1-0. 40. Vielleicht geht er ja noch was bei beiden Teams. Und wir sind aber noch im Round Robin, oder? Ja. In der Gruppenphase, also. 100. Jetzt 100 Punkte von Alexander Steinmetz. Wir haben es vorhin mal kurz im Interview gehört, seit Anfang diesen Jahres im Nationalteam ist. 43. Ja, er hat gute Leistungen erbracht. Er war auch bei der International Youth Challenge in Wien. Da hat er im Finale gegen Jorik Hofgens gespielt. 58. Das ist auch großartig, ne? Du fährst hunderte von Kilometern in ein anderes Land, um dann das Finale gegen deinen Nationalmannschaftskollegen zu spielen. 140. Starke Aufnahme. Magri. Majestico. 41. Ja, dieses Leck wird von Italien angeführt. 144, der erste steckt in der Triple 20, der zweite biegt in die Single 5 ab. 79. Er biegt sogar ab. Ja, Triple 19 jetzt. Oder Triple 13. Er versucht die Triple 13, Single 13 ist es geworden. 66. Kann man nichts sagen. Hofkens hätte gerne ein Finish nach diesen drei Darts. 59. Das gelingt ihm nicht.
Macri, 66, Triple 10 oder Triple 14? Immerhin. Tops bleibt über. Steinmetz möchte gerne Druck ausbauen. 100. Das gelingt. Jetzt Doppel 20 für den Ausgleich. Und das macht die Cinzia richtig, richtig stark. 19 Darts. Italien zieht hier das Niveau an. 99 mit einem Triple. Noch ist alles in der Reihe hier. Zwei Holes. Könnte mir durchaus vorstellen, dass das wirklich ein knappes, enges Spiel wird, vielleicht sogar ins Entscheidungsleck geht. Aber dann wird Marcel Steinacher nicht auf die Bühne gehen und mitspielen, das kann ich schon mal. 100. Glaube mir, ich würde es gerne. Dem juckt es in den Fingern. Ich würde dich ja herausfordern, aber ich bin nicht im Training. 35. Ja, und jetzt kippt es wieder ein bisschen in Richtung deutsches Team. Also es ist interessant, weil das Team, was nicht die Darts hat, scheint auch nicht so richtig den Druck aufbauen zu können. Ist das, woran kann das liegen, dass du dich total darauf konzentrierst, dein Leck zu gewinnen, oder? 140. Ja, es könnten mehrere Faktoren sein. Es ist natürlich, gerade im Doppel ist es vielleicht noch schwieriger, weil du deinen Partner auch kaum beeinflussen kannst, wenn es bei dem mal läuft oder mal nicht läuft. Aber ich sage, es ist durchaus wichtig, das Atmosphäre zu behalten. Und jetzt die 180. Jetzt haben wir zwei auch mal gemeinsam eine 180. Erst hatten der Alfred und ich, dann du und der Alfred und jetzt wir zwei. Aber Jorik Hofgens macht das richtig stark. 16. Jetzt 106 für die Cinzio. Triple 5 bei meiner 17. Ah, das ist die Triple 2, das ist 85 Rest. 85, 83 Rest. Doppel 8 für Steinmetz. So. Game Shot and the third leg. Ja, und oh, der letzte. Bestes Leg in diesem Partie. 18 Darts. War von beiden richtig stark. Die pushen sich hier. Habt ihr noch ein bisschen was im Tank? Wir würden es gern sehen. Ja, es ist für beide Teams auch noch der Aufstieg möglich, oder beziehungsweise Alexander Steinmetz und Jorik Hofgens führen die Gruppe an. Zweiter sind zwei Türken und dritter dann die Italiener hier. Die würden natürlich 44. gerne den Sieg mitnehmen. Also Italien braucht den Sieg ein bisschen mehr. Ja. Aber der Start war natürlich gut. 39. Hofgens. Steinmetz kann da nicht ganz folgen. Aufatmen vielleicht bei den Italienern, die jetzt ein bisschen mehr tun 96. Sollten in diesem Lex. Das machen sie auch. Jetzt mit dieser Aufnahme. Aber Jorik Hofgens findet schon wieder die Triple. 99. Ja, Italien mit einer 60-Punkte-Hypothek im eigenen Leg. Wenn es Monopoly wäre, würde ich sagen, sie müssen die Hypothek auch abbezahlen. Und das tun sie mit dieser 100. Steinmetz würde gerne ein Finish überlassen. 58. Ah, das schafft er nicht. Mit 86 Rest. Jetzt kriegt Italien mindestens 6 da zu 202. Die Cinzio. 149. Jetzt gib uns eine 140 vielleicht, Jorik. 60. Wir werden nur 60 Punkte. 126 Rest ist zwar machbar, aber doch noch. Jetzt schauen wir auf die 149. Brett. Aber die Single Lands, da fällt nicht mehr möglich. Jetzt, was macht er bei 148? Hätte gern natürlich 127 Rest. Ich würde auch 19 weiter versuchen. 82. Ah, der trifft die 60. 67 Rest, aber jetzt Steinmetz 126, Triple 19.
Jetzt Triple 19. Ah, verpasst er. Somit die Chance 54. Für die Cincio. 67, Triple 17. Single 10 oder Single 18? Ah, verpasst die große Single 10. Wirft da in die 6 hinein. Kein da. Die Single 12 verpasst er. Und jetzt 16, 12 oder 20. Hopkins, was macht er? Was würdest du sagen? Ah, Triple 16 wieder, denke ich, anspielen. Single 16. Noch eine. Für die Doppel 20. Tops zum Match. 52. Verpasst er. Knapp unter die Doppel 20. Und jetzt die Möglichkeit. Jetzt mal gerade stellen. Für den Ausgleich und für das entscheidende Leck. 3 oder 19. 19 für Doppel 8, Doppel 4. Letzte Chance. Game Shot. Und die macht er. Boah, ist das eiskalt. Grande. 2 weitere. Und jetzt, meine Damen und Herren, schnallen Sie sich an. Jetzt klatschen Sie sich alle nochmal ab. It's decider time. Und das hat nichts mit einem alkoholischen Getränk zu tun, möchte ich an dieser Stelle. Outside. So, wir beginnt Jorik Hofgrenz und Alexander Steinmetz. Natürlich auch mal die Geschichte, wer von beiden wirft aufs Bull. Wie habt ihr das immer gemacht? Wer? Es wird... grundsätzlich ist es so vorgegeben. Die 180. Oh, was ein Start! Scheiß drauf, wer aufs Bull wirft. Entschuldigung, um das hier mal so zu sagen. 180. 44. Es muss auch immer in der gleichen Reihe gespielt werden. Ah, also, wenn Jorik Hofgrenz wirft, dann muss er immer als erstes werfen. Was macht Alexander Steinmetz? 55 Punkte. Das ist okay erstmal, auch wenn ihm ein Triple lieber gewesen wäre. Viel Druck jetzt auf Makri. 78. Immerhin ein Triple. Knapp 110 Punkte. Hinken die Italiener hinterher. Was kann Jorik Hofgrenz machen? 46. Stellt zumindest gerade. Jetzt wären 2 Triple schon wichtig. Er kann das nicht ausnutzen. 220 für Steinmetz. 6 Punkte geworfen. 60. Guter Letzter mit der Triple 18. 160. Unser höchstes Finish im Stream war 129. 60. Italien ist weit weg. Hofgrenz, 160. Der erste passt mal. Noch einer. Ah, versäumt er da. Jetzt 80 Punkte Rest. Triple 20. Wollte der Triple 16? Triple 16 hätte, ja, kannst du natürlich, wenn der Gegner nicht in deiner Hemisphäre ist. Ja, und sie schaffen es auch weiterhin nicht in den Finish-Bereich. Ja, auch wenn das Triple kommt. Jetzt Steinmetz, Triple 16. Triple 16. Noch eine. 48 Rest. Doppel 16. Game Shot and the die macht er. Oh. Hofkins wirft die 180, aber Steinmetz finished. Also, das nenne ich Teamwork, hm? Ja, besser kann man sich das kaum aufteilen. War eine wirklich spannende und interessante Partie. Also, habe ich mit meinem Deciding Leg ja doch recht gehabt. Also, wenn ich demnächst irgendwie mal eine Wette abschließen will, dann rede ich vorher mit Marcel Steinacher. Definitiv, das kann ich. Ja, also... Das kann richtig Spaß machen, hier auch die Doppel hier zu verfolgen, wie die da harmonieren. Also ich glaube, Hofkins Steinmetz, das funktioniert ganz gut. Ja, und die sind da wirklich auch zusammengespielt, die verstehen sich auch gut, die sind wie beste Freunde.